Mit dem Projektseminar im Bachelor wollen wir den Studierenden die Möglichkeit geben, das, was sie im Studium gelernt haben, als Team auf eine interdisziplinäre Fragestellung anzuwenden. Und das Thema Urban Air Mobility eignet sich dazu natürlich ideal, weil es eben einerseits darum geht, das Thema in der Tiefe zu verstehen, andererseits aber auch Themen wie Umwelt, Sicherheit und vor allem die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht zu lassen. Und wir haben dazu über das Semester immer wieder kleine Lehreinheiten mit den Studenten veranstaltet. Ihr Konzept, also das eVTOL oder Flugtaxi, haben sie dann aber komplett selbstständig im Team entwickelt und am Ende auch vorgestellt. Ja, also zum ersten Mal, es macht einen Riesenspaß. Man hat ein Projekt, mit dem man sich wirklich frei auseinandersetzen kann. Wir können uns da wirklich einfuchsen. Die Fragestellung war ziemlich breit gefächert. Das heißt, wir konnten unseren eigenen Fokus setzen. Jeder hatte seine Spezialgebiete gefunden. Und dann hast du wirklich Themen, die man wirklich tief in die Materie einsteigen kann. Und am Ende ist was Gutes bei rausgekommen. Und das macht einen Riesenspaß, wenn man sieht, dass man da echt was leisten kann. Also neben der technischen Lösung war auch sehr herausfordernd, diese dreimonatige Arbeit auch in einer kurzen Präsentation zusammenfassen und für jeden verständlich zu erklären. Ich glaube, dass es eine Chance ist, die man so wahrscheinlich nie wieder bekommt, weil nur im Projektseminar in der Uni hat man solche Gelegenheiten, mal so ein komplettes Konzept zu machen, wie jetzt eben unser Flugzeug, und da wirklich mal den Überblick über alles einfach mal zu bekommen. Ich glaube, das kriegt man später im Job so schnell nicht mehr wieder. Also erstmal war ich natürlich sehr beeindruckt, wie methodisch die Studenten daran gegangen sind. Also vom Ansatz her, von dem Geist, der da drin steckt, dass man versucht, so ein Thema komplett von A bis Z durchzustrukturieren und mal durchzurechnen, so auf hohem Level. Und für die Stellen, wo man ein bisschen schwächer ist, vielleicht dann nochmal Hilfe zu suchen, beziehungsweise Fachleute heranzuziehen, das ist sehr relevant und finde ich also hervorragend. Wir wollten die Gelegenheit schaffen, dass die Studierenden eine Aufgabe, eine Ingenieursaufgabe gemeinsam im Team anpacken und zu lösen versuchen. Und ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Ergebnis und dass das Team tatsächlich auch wie ein Team aufgetreten ist. Das klang schon fast wie abgesprochen, aber ich glaube, das war die Dynamik, die sich da entwickelt hat.